Hallo an alle Mountainbike-Marathon-Enthusiasten und diejenigen, die es noch werden wollen. Wir sind unterwegs zu unserem nächsten Rennen des Sachsen-Cups, den Greifensteiner Mountainbike-Marathon in Geyer. Andrea und ich nehmen euch mit zu diesem wirklich aufregenden, anspruchsvoll und spannenden Rennen. Und zu diesem Rennen und wahrscheinlich auch allen anderen werden wir was ganz Besonderes machen. Wir werden ein zweites Video dazu machen, in dem wir das Rennen bewerten, die Organisation bewerten. Wir werden bewerten, wie anspruchsvoll das Rennen ist und vielleicht kleine Tipps geben für diejenigen, die mit den Gedanken spielen, mal an einem solchen Rennen teilzunehmen. Wir sind hier schon fast am Ort des Geschehens angekommen. Wir sind am wunderschönen Stausee in Geyer vorbeigefahren und biegen jetzt hier ab auf das Renngelände, das Stück Straße, was hier von uns gefahren wird. Das ist schon Teil des Rennens, kurz nach dem Start. Und wir biegen jetzt nochmal links ab auf den Startzielbereich. Rechts seht ihr den Veranstaltungsort, da ist schon ganz schön was los. Und für uns heißt es erstmal einen Parkplatz suchen. Das ist an dem Tag gar nicht so leicht, denn an dem Tag finden die Rennen der Kids und der Jugend statt. Also mächtig was los schon, die Party geht schon ab. Ich werde auch immer mal die Musik und den Ton rausschneiden müssen. Urheberrecht, YouTube, ihr kennt das vielleicht schon. Aber nichtsdestotrotz werdet ihr bestimmt einen Eindruck kriegen und mitbekommen, wie super die Stimmung ist bei diesem fantastischen Event hier. Hier ist der Startzielbereich, hier werden wir morgen starten und losfahren. Die letzten Jahre sind wir oben auf der Wiese gestartet, in der Richtung gefahren. Und dieses Jahr geht man davon aus, es ist ganz normal wieder hier in dem Bereich. Der Veranstalter hat sich auch dieses Jahr wieder größte Mühe gegeben, den Teilnehmern und den Zuschauern was zu bieten. Hier sieht man einige Aussteller, die alles rund ums Rad präsentieren. Wir haben hier vorne auf der rechten Seite haben wir einen Verpflegungsstand für die Besucher und die Teilnehmer. Da kriegt ihr Bratwurst, da kriegt ihr Kaffee, da kriegt ihr Kuchen. Kalte Getränke mit Alkohol, ohne Alkohol, alles was das Herz begehrt. Und wir sind auf dem Weg zur Nachmeldung. Ich muss hier den Ton rausschneiden, wegen der Musik, die gespielt wird. Wir haben uns dazu entschieden, uns nachzumelden, weil wir noch nicht genau wussten, welche Streckenlänge wir fahren. Zum einen aus taktischen Gründen, was die Punkte des Sachsen-Cups betrifft, und zum anderen, weil wir immer so ein bisschen das Wetter abwarten wollten, obwohl wir dieses Mal ziemlich genau wussten, dass das Wetter richtig gut wird an dem Wochenende, an dem Sonntag. Und deswegen haben wir uns für die 46 Kilometer entschieden. Wir sind auch dieses Mal, das machen wir immer, wenn die Möglichkeit besteht, einen Tag früher angereist. Und wir machen ja Carboloading 3 Tage vor dem Rennen. Das heißt, es gibt wie immer leckere Nudeln. Das ist Salat mit Oregano. Ich liebe Oregano. Wie ihr seht, es ist echt warm. Wir sind hier am Schwitzen. Ja. Morgen wird es genauso heiß. Aber ich liebe die Wärme. Es könnte gar nicht warm genug sein. Ich freue mich auf den Winter. Igitt. Ich liebe es, dir beim Kochen zuzuschauen. Mhm. Schön umrühren. Immer links rumrühren, gell? Na klar. Das habe ich bei einer alten italienischen Mama gelernt. Die rühren ihre Spaghetti Bolognese oder diese Bolognese-Soße immer links rum. Alles, was rechts rum ist, hat mit dem Teufel zu tun, dann wird das nichts. Ist wirklich so, ist kein Spaß. Warum lachst du mich jetzt aus?
Die Frage, ob die Andrea mich auslacht, konnte nicht abschließend geklärt werden. Aber ich gehe mal davon aus, jetzt gibt's auf jeden Fall erstmal was zu essen. Und als es dann ein bisschen später geworden ist, Andrea lässt sich das dann nicht nehmen. Ihr kennt es vielleicht aus den anderen Videos. Macht sie noch ein bisschen Yoga, um ein bisschen runterzukommen und ein bisschen Kraft für das Rennen am nächsten Tag zu schöpfen. Und da ist er auch schon, der nächste Tag. Wir haben sehr gut geschlafen. Wir müssen allerdings dazu sagen, der Parkplatz hier im Start-Ziel-Bereich, der ist direkt an einer Hauptstraße. Man hört die Autos und die ist auch gut befahren. Und die ist auch in der Nacht von samstags auf sonntags ist die noch gut gefahren. Wer es ein bisschen ruhiger haben möchte, 100 Meter weiter ist ein weiterer großer Parkplatz für die Teilnehmer vor dem Greifensteiner Hallenbad. Ich bin jetzt dabei, die Räder fertig zu machen. Die Startnummern werden angebracht. Hier erzähle ich mal kurz, dass die Startnummern nicht geknickt werden sollten, da der Sensor dann nicht funktionieren könnte. Die Andrea macht derweil alles andere für das Rennen Nötige fertig. Die Flaschen werden vorbereitet mit isotonischem Getränk. Dann nehmen wir Flaschen mit reinem Wasser mit. Wir werden heute ein bisschen mehr Durst haben als sonst bei den Temperaturen. Wir machen unsere Gels fertig. Die werden in Gelsflaschen umgefüllt. Und so sieht dann das Ergebnis aus. Ziemlich genau 2 Stunden vor dem Start des Rennens nehmen wir dann unsere letzte große Mahlzeit zu uns. Da wird nochmal ordentlich gefrühstückt, da werden nochmal ordentlich Kohlenhydrate geladen. Und hier der Start der ganz großen Runde, der 69 Kilometer. Mein Respekt an alle Fahrerinnen und Fahrer, die bei den Temperaturen und bei dieser anspruchsvollen Strecke die 3 Runden fahren. Und wir haben wirklich auf eine Runde mit über 700 Höhenmeter haben wir ein echt anstrengendes Höhenprofil. Hier der Start der großen Runde. Es wird direkt links abgebogen und es geht noch ein Stück der Straße entlang. Für die große Runde gibt es keine Aufwärmrunde, für die beiden anderen schon. Und es dauert dann aber nicht lang, dann wird direkt in den Wald abgebogen und dann habt ihr die ersten Trails auf der Strecke. Für uns heißt es jetzt auch, die letzten Vorbereitungen werden in Angriff genommen. Es geht nämlich gleich zum Warmfahren. Wir beginnen ca. 45 Minuten vom Start des Rennens mit dem Warmfahren. Wir fahren uns zwar nur ca. 18 Minuten warm, aber wir wollen dann auf der einen Seite nicht zu spät an die Startlinie gehen, weil wir nicht zu weit hinten stehen wollen. Wir wollen aber auch nicht zu früh dort sein, dass wir nicht zu sehr wieder in Anführungsstriche abkühlen nach dem Warmfahren. Bei der Erwärmung kommen dann alle Bereiche mal dran. Wir fangen ganz locker an im untersten Ausdauerbereich. Dann erhöhen wir im Minutentakt in den Ausdauerbereich, in den Ausdauerbereich 2, dann in den Tempobereich, FTP-Bereich, Schwellenbereich und auch mal kurz Überschwelle, dass die kurz die Muskeln mal richtig wachgerüttelt werden. Und hier sind wir am Ende des Rennens. Ich war ein bisschen schneller als Andrea und hatte deswegen die Gelegenheit, ihre Zieleinfahrt filmen zu können. Wir filmen ja noch nicht vom Rennen,
aber es ist auch mal interessant, die Zieleinfahrt zu sehen. Und man sieht ihr gar nicht an, wie hart das Rennen war. Sie schaut wirklich noch locker aus, sie tritt noch locker und kommt als erste Frau in ihrer Altersklasse und als vierte Frau gesamt ins Ziel. Ja, und das war unser Renntag in Gaia. Andrea steht auf dem Podest, wie so oft. Ich bin wahnsinnig stolz auf sie. Ich habe den 11. Platz AK gemacht. Das ist für mich auch mehr als in Ordnung. Und wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr mehr von Mountainbike-Marathonrennen sehen wollt und alles, was drumherum so abläuft, dann folgt gern unserem Kanal. Lasst ein Like da und wenn ihr irgendwas wissen wollt, dann schreibt einen Kommentar. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Zwei Rennen stehen noch aus und vielleicht seid ihr dabei. Bis bald!